Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu diesem Video. Eine Frage: Hast du schon mal deinen Sponsor gewechselt innerhalb des gleichen Unternehmens? Ich nicht. Und ich werde jetzt in diesem Video verraten, warum es auch du nicht machen solltest. Inspiriert zu dem Video wurde ich durch einen, ja, mehr oder weniger durch einen Austausch mehrerer Kommentare in der Supportgruppe, in der ich, ja, in der ich bin. Und ja, es ging darum, dass eine Person ja quasi den Sponsor wechseln wollte, aber jetzt nicht, also sie wurde nicht abgeworben von anderen Unternehmen, sondern wollte halt innerhalb ja des gleichen Unternehmens zu einer anderen Person wechseln und hat halt eben gefragt, und wie das funktioniert, ob man das kann und so weiter und so fort. Und ja, die Diskussion hat dann ein bisschen Fahrt aufgenommen und so weiter. Und ja, war interessant, da ein kleines bisschen mitzulesen. Und ich werde jetzt in diesem Video einfach meine Meinung zu dem Thema geben. Und ich werde auch sagen, ja, warum es aus meiner Sicht absoluter Quatsch ist, das zu tun. Man kann da getrennter Meinung sein, ja, nur Fakt ist immer eins, oft kommt es nicht immer von einem selbst, ja, sondern manchmal sind die Impulse auch ein kleines bisschen von außen mit dabei, dass man irgendwo sieht, oh, da kriege ich zusätzliche Leistungen, oder so wie jetzt hier die Aussage war, mein Sponsor hat mir etwas versprochen und es hat nicht gehalten. Grundsätzlich ist es so, wenn jemand etwas verspricht und es nicht hält, ja, bin ich voll dabei, ist echt, ja, ist nicht so eine tolle Kiste, ja. Sollte man also nicht machen. Wenn man was verspricht, dann sollte es auch eingehalten werden. Aber auch ich war schon in der Situation, wo man mir etwas versprochen hat und es wurde eben nicht eingehalten. Ich bin aber nie auf die Idee gekommen, ja, den Sponsor zu wechseln. Warum? Weil bevor ich in ein Unternehmen einsteige, habe ich mich entschieden, ja, dieses Geschäft zu machen, und ich habe für mich schaut, was oder wer ist der am meisten passende Sponsor zu mir. Und dementsprechend, auch wenn, klar, kannst du das nicht immer 100 pro einschätzen, ja, und manchmal ist es auch so, und das, wie gesagt, ist mir auch schon passiert, dass es dann halt eben nicht so war wie gedacht. Aber deswegen ist das Unternehmen das gleiche, die Produkte sind die gleichen, das funktioniert. Und das Entscheidende ist doch, ja, deine Einstellung zu diesem Thema. Es ist doch die Einstellung, ob du ein Geschäft aufbaust, Network Marketing, Affiliate Marketing, Strukturvertrieb, egal wie, ja, ist doch ein Thema der Selbstständigkeit. Und du kannst doch nicht von Grund auf erwarten, ja, dass dir das ganze Feld bereitet wird. So, und ja, jetzt hast du eine Entscheidung getroffen, es hat sich rausgestellt, du hast den falschen Partner. Du hast aber keine Geschäftsbeziehung mit dem Partner, du hast keinen Vertrag mit dem, sondern die Person war lediglich der Grund, warum du in dem Unternehmen gelandet bist. Das ist alles. Die Person ist weder verantwortlich für deinen Erfolg, noch ist sie verantwortlich für deinen Misserfolg. Die einzigste Person, die dafür verantwortlich ist, ist die Person, die dir aus dem Spiegel zuwinkt. Ja, bist du selbst. Und diese Erkenntnis, die ist super wichtig, weil in dem Moment, ja, bist du klar mit dir, dass du weißt, du musst die Verantwortung für deine Ergebnisse übernehmen. Und da ist es völlig egal, ja, ob der Sponsor jetzt seine Dinge eingehalten hat oder nicht. Ja, ob du irgendwo eine Webseite kriegst oder nicht. Ja, mein Gott, dann programmier sie dir selber. Und wenn du es nicht kannst, dann hol dir jemanden, der sie dir programmiert. Was ist das für eine Einstellung? Ja, zu sagen, oh, ich kann nicht erfolgreich werden, weil ich habe das nicht gekriegt und das nicht gekriegt. Ja, du bist selbstständig, du bist Unternehmer. Verhalte dich dementsprechend. Und wenn du auf ein Problem stößt, ja, dann löse es. Das ist es. Und deswegen ist es völlig sinnlos und schon dreimal nicht innerhalb des Unternehmens. Ja? Und wenn du eine Frage hast, ich bin mir sicher, es gibt eine Upline, die wird dich unterstützen. Und wenn die es nicht macht, dann gibt es eine Upline von der Upline, die wird dich unterstützen. Irgendjemand in deiner Struktur wird dich unterstützen. Warum? Weil im Network Marketing das eine Win-Win-Situation ist. Ja, weil
selbst wenn dein direkter Sponsor sich nicht drum kümmert, der Übergeordnete, ja, die Upline oben drüber, die haben doch allen Nutzen, wenn du erfolgreich bist. Ja? Aber was sie nicht für dich machen werden, ist dein Business, ist dein Geschäft. Dafür musst du schon selber sorgen. Ja? Es gibt einen Grund, warum du wechseln solltest, aber auch nur dann, wenn es wirklich keine Lösung gibt. Und zwar, wenn innerhalb deines Unternehmens Abwerbung stattfindet, innerhalb deiner Struktur. Dann musst du gucken, wie kannst du deine Downline schützen. Ja? Wenn ich merke, es gibt Programme oder Unternehmen, wo es die Möglichkeit gibt, dass Leute abgeworben werden mit falschen Versprechungen, ja, auch innerhalb des Unternehmens, ja. Ich meine, gegen Konkurrenzunternehmen, das ist halt der Markt, damit musst du leben, ja. Kannst nicht sagen, oh, das Unternehmen XY hat mir einen Partner abgeworben, ja, dann musst du halt gucken, wie kannst du dein Business so aufbauen, dass es halt in Zukunft weniger passiert. Aber eine Fluktuation ist sowieso immer ein Stück weit normal. Ja? Aber wenn ich merke, okay, auch wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Software empfehle, um online zu arbeiten oder so, und ich merke, oh, das Unternehmen, es ist zwar super, aber es gibt dort halt Leute, die haben kein Rückgrat. Ja, das ist so. Wenn jemand nicht in der Lage ist, bei 80 Millionen Menschen in Deutschland, ja, sich ein Unternehmen aufzubauen und da im Unternehmen, im eigenen Unternehmen wildern muss, ja, dann solltest du dir eh die Frage stellen, ob das der richtige Sponsor ist. Also das mal nur so by the way, ja. Aber wenn ich merke, dass es so ist, dann werde ich halt den Teufel tun und meine Leute dann direkt auch noch dorthin schicken, ja. Das nicht. Aber du kannst halt nur dein Team auch dementsprechend abschotten, wenn du ihnen auch in den Bereichen helfen kannst. Und da sind wir wieder beim Thema, du musst dich weiterentwickeln. Und ja, ich sehe schon, das Ganze geht 7 Minuten, so lang soll es eigentlich gar nicht gehen. Ja, ich hoffe, die Message ist rübergekommen. Ja, also selbst wenn, ich sag mal, wenn es im Team nicht ganz so ideal ist, wie du es dir vorstellst, dann mach doch dein Team so, dass es 100% passt. Und hör auf zu sagen, oh, der Sponsor hat mir was versprochen und hat es nicht eingehalten. Natürlich finde ich das genauso scheiße, aber die Person, die dir was verspricht und es nicht einhält, die wird früher oder später auch nicht erfolgreich werden. Spricht sich rum. Ja? Und deswegen, versuche einfach du mehr zu geben. Und du wirst in deinem Unternehmen, egal ob sie jetzt in deiner Struktur sind oder nicht, ja, du wirst auch dort Leute mit Rückgrat finden, wo ihr gegenseitig profitieren könnt, wo ihr euch gegenseitig helfen könnt. Und wenn nicht, frag deine Upline. Deine Upline wird dich in deinem Team, ja, mit Menschen connecten, damit du weiterkommst. Das ist so. Deine Upline wäre doof, wenn sie es nicht machen würde. Die haben ja was davon. Ja, also denk mal mehr drüber nach, was kannst du tun, um erfolgreich zu werden, anstelle darüber, wo kann ich irgendwelche Unterstützung bekommen. Nichts, also nicht falsch verstehen. Natürlich, Unterstützung ist wichtig und alles richtig, ja, ist gut so. Aber letzten Endes, ob du Unterstützung bekommst oder nicht, drauf geschissen, ja. Du musst doch wissen, wo du hin willst. Und wenn du weißt, wo du hin willst, dann geh den Weg. Notfalls kauf dir Hilfe von außerhalb ein. Und wenn du das Geld nicht hast, dann überleg dir, wie kriegst du es? Und dann müssen wir einfach mal aufhören, hier dieses Rumgememme, ja? Also, war jetzt nur so ein kurzer Impuls von meiner Seite aus. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen da damit. Und wenn dem so war, dann würde ich mich freuen, wenn du der Sache einen Daumen hoch gibst, das Ganze mit deinem Netzwerk teilst, und wenn du Fragen hast, nutzt die Kommentarfunktion. Falls du Bock auf eine Zusammenarbeit hast, findest du unterhalb des Videos weitere Informationen. In diesem Sinne alles Gute, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.